kann auch nicht mal versuchen, ich wollte noch was erzählen. Ja, erzähl. Ich muss sagen, es ist eigentlich gar nicht so, wie heißt das? Undenkbar oder unwahrscheinlich, als ich, Renten wohnt ja in einem anderen Bundesland wie ich. Und wo ich das erste Mal ihn hier besucht habe und habe mit seinem Vater geredet. Und der Vater halt extremst den Dialekt hier hat. Pfälzisch? Den pfälzischen Dialekt hier hat. Ging es mir genauso. Also ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Die ersten 5 oder 10 Minuten hat er mich vollgeschwallt. Ich habe nicht verstanden. Und irgendwann ging es mir dann wie in der 13. Krieger, wo der Antonio Banderas am Lagerfeuer hockt. Er versteht die ganzen Araber sind das, glaube ich. Versteht er nicht. Und dann irgendwann hört er den als zu und irgendwann macht es so Klick. Und so war das dann bei mir auch. Wo ich dann auf einmal den Vater verstanden habe, so nach 10 Minuten auf einmal so, hä, ich verstehe ihn ja. Und seitdem kann ich mich ganz normal mit ihm unterhalten. Aber ich habe den nicht verstehen können. Also ich kann das schon verstehen, dass der Gabriel die Bayern nicht versteht. Tja. Das kommt noch. Ja, sorry, wenn die Cutscenes ein bisschen asynchron sind. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich das fixen soll. Kann aber auch sein, dass das so ist und mir fällt es einfach nicht so negativ auf. Das ist aber die Stühle, kennt man echt kaum. Sieht halt so derbst gegreenscreened aus. Dum, dum, dum. Was sitzt denn da hinten rechts? Das macht mir Angst. Was ist denn das? Sido. Das sieht auch ein bisschen lustlos aus. Doch, das ist Sido. Meinst du, der kommt doch nicht aus Bayern? Das ist auf Tour. Hatten mal vor Jahren Familientreffen, Verwandte von Stiefvater aus dem tiefsten Sachsen. Sachsen. Tiefsten Franken, du als Berlin. Haben die sich gegenseitig verstanden? Der Franke und der Sachse. Kommt drauf an, wie viel Alkohol läuft. Darf ich? Ist einfach random einer vorbeigelaufen. Ja, klicken doch mal an. Deutsche. Immer in Eile. Der ist sogar nicht schnell. Deutsche immer in Eile. Ach, diese Deutschen. Verdammte Scheiße. Ach, wie schön, guck mal. Sieht aus, als wäre das nicht der erste Schatten, der über München liegt. Oh ja. Guck mal, das ist die Weinstraße, das glaube ich irgendwie nicht. Babylonisches Sprachwirrwarr. Geil. Ist ja ansonsten nichts, ne? Siehst? Der Herr Mendel sagt auch, du hast schon ein bisschen Dialekt angenommen. Ja, das ist ganz schlimm. Wenn man es versucht, kann man es nicht. Und wenn man nicht drauf achtet, hat man irgendwie... Pelzisch musst du fühlen. Ganz, guck mal, oben rechts waren Pfeile, ne? Ja, ich glaube, da geht's hier weiter. Ja, aber was ist, wenn... Oh, ja, das unten wird weiter angezeigt. Und oben die, klick nochmal auf den Deutschen, bitte. Der läuft immer... Deutsche. Immer in Eile. Der läuft immer im Block und beeilt sich dabei, weil er ist Deutscher. Der hat sonst nichts zu tun, er hat gerade Pause. Ich weiß nicht, hier kannst du weiter. Ja, da kommst du zurück. Wieder auf die Karte. Ja. Ich glaube, wir sind schneller wie der Deutsche, oder? Ja. Klick mal oben bitte auf dem Pfeil vorbei. Mach ich gleich, aber das glaube ich ist... Ah, okay. Oh. Kuckucksuhren. Für die amerikanischen Touristen. Ja, weil ja nur die Amis hierher kommen. Kuckucksuhren. Für die amerikanischen Touristen. Vielleicht später. Ich habe im Augenblick wichtigere... Okay, geh. Ich glaube, hier können wir noch gar nichts machen. Ich denke, hier sind wir falsch. Oh, guck mal, da ging es jetzt weiter. Hä, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Red mit der. Hier, da gibt's warmer Leberkäse. Der Waldlerschinken. Hackfleisch, 9,99 €. Weißwurst. Weißwurst, 6 €. Red mit ihr. Ajo. So, was gibt's denn Gutes? Die Weißwurst ist sehr gut. Und 2 Würst. Ich überleg's mir noch. Die Weißwurst. Weißwurst. Mm. Gott. Hackfleisch. Klingt ja lecker. Gib mal ein Kilo Blunzenäuter. Blunzenäuter. Blutwurst, Leberkäse. Schweineinnereien. Boah, da fährt er voll drauf ab. Blutwurst, Leberkäse, Schweineinnereien. Was ist das?
Ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Außerdem wird sie sicher nur über Weißwürste sprechen wollen. Ja, genau, diese verrückte Weißwurstfrau. Diese gottverdammte Weißwurstfrau. Oh, das ist ein bisschen verwirrend, wo hier was ist. Lohnsteuerhilfe Argus e.V. Das Problem ist, ich habe jetzt auch gar nicht gerafft, wo wir da wie wo lang sind. Unser Rechtsanwalt. Hallo. Was? Wieso gehen wir da jetzt rein? Ja. Herr Knight ist hier, um Sie zu sehen. Herr Knight? Ach ja. Ja, schicken Sie ihn doch herein. Schau sie dir an. Mr. Knight, gut, dass ich Sie endlich kennenlerne. Freut mich ausgesprochen. Bitte, kommen Sie doch herein. Nehmen Sie Platz. Unausgesprochen? Herr Übergrau. Mann, Sie sind ja noch feucht in der Nummer. Wie bitte? Oh, mein Alter. Wissen Sie, ich hoffe, Sie sind nicht allzu enttäuscht. Oh, ich? Nein. Ich hatte einfach noch nie einen Familienanwalt. Ich habe jemanden wie Liebling Kreuzberg erwartet. Sie wollen also endlich die Stadt München besuchen, ja? Ist das irgendeine alte Serie? Ja, ich mache ein paar Recherchen. Tja, sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann. Meine Sekretärin und ich stehen zu Ihrer Verfügung. Danke. Kennt jemand dieses Kreuzberg, was er da gerade gemeint hat? Jack sagt Jupp. Ja. Gibt's hier irgendwas zu begucken? Von oben nach unten, oder? Ich vermute, das ist Ihr Name auf dem Schild. Wie bitte? Das ist übergraben. Das ist ja so ein Riesenhirn. Höflich und schnell. Ach, eigentlich nicht. Es ist die Kanzlei meines Großvaters. Ich bin nur der Juniorpartner. Oh, Herr Knight, die Tatsache, dass ich für Ihre Familie arbeite, soll keine Beleidigung sein. Ich bekam die Aufgabe, weil ich Jura in Harvard studiert habe, wissen Sie. Wissen Sie, aber das ist ja auch so super in München anwendbar. Es ist mir egal, ob Sie der Juniorpartner oder der Bote sind. Bin froh, dass sich überhaupt jemand um den Papierkram kümmert. Ich versichere Ihnen, unsere Kanzlei hat den größten Respekt. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vielen Dank. Ist das ein geiler Bock? Er hier. Ja. Er hat aber dieses Schmunzeln, dieses mit einem Mundwinkel. Gibt's was Spezielles über München zu wissen? Nein, Sie sollten keine Probleme haben. Sie haben hier schon etwas Deutsch gelernt, nicht wahr? Sie sind doch schon fast ein ganzes Jahr hier. Nein. Ich meine, ja, es war schon fast ein Jahr. Aber mit dem Lesen und dem Rechtschreiben habe ich es nicht so. Ach, egal. Die meisten Deutschen sprechen. Er ist Autor. Wenn sie etwas übersetzt haben wollen. Er ist Autor. Ist das ein Legastheniker oder was? Das heißt nichts. Es gibt ja immer noch Lektoren. Drei Wetter Toft. Sie haben geschrieben, dass die Eintragung mit dem Ritterbesitz geklappt hat. Ich finde, er macht auch ordentlich Werbung für Schulterpolster. Oh, ja. Es war nicht ganz einfach nachzuweisen, dass Sie der legitime Erbe sind. Das ist jetzt alles geregelt. Ich muss Ihnen sagen, wir haben angefangen, uns ernste Sorgen um den Besitz der Ritterfamilie zu machen. Nun, tja, wir hatten das Prinzip, mein Großvater führt es ein, dass wir wichtigen alten Klienten die Gebühren gestundet haben. Dummerweise ist die Regierung nicht so großzügig. Es war wie ein Wunder, als Sie auftauchten, Mr. Knight. Verlorener Sohn rettet Besitz. Ich bin so geil. Verstümmelte Leichen, komm mal jetzt mal gerade. Ja, komm mal zum Punkt jetzt. Wissen Sie was über die verstümmelten Leichen? Die verstümmelten Leichen, also nein. Welche? Oh mein Gott, Herr Knight, welche? Ist es das, was Sie hier untersuchen? Ich habe Ihr letztes Buch gelesen, wissen Sie. Wirklich? Das ist wirklich mehr als die Pflicht verlangt. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Detektivromane. Philip Marlowe, all das. Die Voodoo-Morde, die basierten doch auf einem wirklichen Fall, nicht wahr? Entfernt. Sie wissen also nichts von den verstümmelten Leichen? Ja, nur dass die vermissten Zoowölfe auf dem Land Menschen angefallen und teilweise gefressen haben. Wenn Sie diesen Fall untersuchen, Herr Knight, wäre es mir eine große Freude, Ihnen zu helfen. Es ist aufregend, nicht wahr? Sie haben doch nicht vor, sich zu nah an die echten Wölfe zu begeben, hoffe ich? Nein, lieber nicht. Danke für das Angebot.
Vielleicht komme ich drauf zurück. Können wir dem jetzt Sachen zeigen? Zeig ihm mal den Fußabdruck oder versuch's mal. Er könnte jemanden kennen, der mir weiterhilft. Er könnte jemanden kennen, ach, der mir weiterhilft. Ach, das war's dann schon. Mach ich dann. Ah, rechtsklick, mach ich's wieder weg. Hier auch? Er könnte jemanden kennen, der mir weiterhilft. Musst du dann mit ihm reden? Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen. Ja. Den Verstand, die verstümmelten Leichen. Ja, aber wenn er jemanden kennen könnte, warum kann ich dann nicht mit ihm reden drüber? Das sieht aus wie der Zauberer von Harry Potter. Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen. Ja, geht nicht. Raus mit dir. So, hier. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Das ist jetzt böse, sowas ärgert mich. Der könnte ja was wissen. Ah, der ist doch froh, dass der weg ist, oder? Geht später vielleicht. Speicher nochmal. Please. Also, genau hier kam. Genau hier. Ich glaube, du musst runter, um auf die Bahnhofskarte. Also, wir fahren mit der U-Bahn, ne? Wenn du später zurück willst, meine ich. Nee, ich dachte jetzt hier nach. Ist das beste Spiel. Und Bronco, das ist aus den 90ern, aber ich weiß nicht, wann genau. Kannst du den Stand da auch? Was haben wir denn? Schweizer und deutsche Uhren. Ja, ja. Ich hab da sind wir reingelaufen, oder? Nee, ich weiß nicht. Ich hab da auf die Doppelpfeile, wo du meintest. Ah ja, klick mal da rein. Darf ich wieder bei dem gruseligen Mann im Hintergrund? Sido. Ich fütter mal die Katze schnell. Ja. Und du klickst dich hier um. Ich klick mich um. 95. Guck mal, wir haben schon 24 Punkte, gell? Ja. Yeah. Die lustlose Frau. Man könnte meinen, sie beobachtet mich. Dich. Aha. Das müsste das berühmte Münchner Glockenspiel sein. Das. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen Sightseeing gerade. Aber ist ja ganz schön, dass sie das alles mit reingenommen haben, ne? Let's go! Er kommt ja gleich wieder. Ist es eigentlich arg schlimm asynchron? Oder geht's? Ich weiß halt nicht, ob es beim Scum-VM liegt, weil ich hatte das Gefühl, Toonstruck ist auch asynchron. Ist es bei uns auch asynchron? Nee, bei uns nicht. Bei uns nicht. Okay. Rathaus. Aha. In Rittersberg haben wir auch eins. Schön. Nee, passt alles okay. Okay. Hm. Oh, Discworld. Das würde ich so gern wieder spielen, aber es hat keinen Untertitel. Ein Haufen Nietzsche und Kant. Ich verstehe das Zeug ja nicht mal, wenn ich es auf Englisch lese. Ist da irgendwo auch unser Buch? Ein Haufen Nietzsche. Ein Haufen. Also das ist ein Intro, nicht? Ein Haufen. Ein Haufen. Ein Haufen. Ein Haufen. Ein Haufen. Oh, ein Haufen. Deutsche. Hm. So, jetzt. Da kannst du echt hier rumschlawensen. Wo sind wir denn da vorhin lang? Red mit dem. Ja, mach ich. Herr Mendel. Die haben was zu tun. Die haben was zu tun. Hol dir das Remake für die PS4. Sau gut. Die haben was zu tun. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Kann ich denen Geld geben? Komm. Macht nix. Geht nix? Okay. Hier geht's wieder zurück. Warte mal, hier geht's weiter. Hier geht's in die U-Bahn, hast du gesagt? Mhm, denke ich mal. Ja, von Odyssey gibt's ein Remake. Das heißt. New and tasty. Also ich finde das aber echt schön. Guck mal, jetzt euch hier kannst du eigentlich nichts angucken. Ne? Das ist halt echt nur Sightseeing, ne? Ist, glaube ich, ansonsten nichts. Dass einfach mal so Sachen eingebaut haben. Hier kannst du noch lang. Die Dienerstraße. Warum lädt's noch? Ich glaube, da kommt bald was. Ah, da hättest du normal wahrscheinlich CD-Wechsel gehabt, bestimmt.
Ja, guck doch, wie hübsch das hier ist. Mhm. Können wir hier noch irgendwas... Hier ist was. Die Post. Post. Ich habe doch einen Brief, den ich abgeben will. Ah, dann geht's. Das ist dein Postamt. Dönerstraße. Was soll ich denn wegschicken? Ei. Hier haben wir... Das ist nur der Umschlag. Gabriel an Grace. Nee, das ist doch der Brief, den wir für sie geschrieben haben. Ich sollte besser den Brief an Gracie abschicken. Hallo. So, als würde er jetzt irgendwas Verbotenes tun. Da ist Antrax drin. Oh, wie Ramondisch! Er hat dir doch nur Bescheid gegeben. Ja, und? Nein, ich hatte Gänsehaut. Ich höre schon auf. Ich weiß nicht warum. Ich hatte Gänsehaut gerade. Ja, irgendwas Ekliges. Hat mich berührt. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Da läuft mir eiskalt den Penis runter. Spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Kein Deutscher spricht Englisch. No. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Sogar die Mülleimer sind hier sauber. Aha, ja, heute nimmer. Häuser. Das ist unglaublich, ne? Das bin ich, Gabriel Knight. Nein, das bin ich, Gabriel Knight. Hier kann man gar nicht lachen. Das ist so geil, wenn man sich selbst sagt, das bin ich. Warte mal. Bin ich jetzt blöd? Habe ich es nicht gesehen? Nee, komm mal nicht weiter, ne? Noch nicht. Da triffst du dich vielleicht später mit jemandem oder so. Hier gibt's nur Häuser. Geh zurück. Wir müssen hier noch nicht hin. Boah, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Es ist ein entsetzlicher Stuhl, Henning. Ich glaube, hier kannst du auch nach hinten. Okay. Matt Damon. Du bist vorhin 100 pro in das Tor reingelaufen. Ah, du musst oben auf das Schwarze drücken. Ja. Ah, jetzt habe ich es endlich verstanden. Also war ich vorhin hier? Ja. In der Weinstraße. Ja, die Weinstraße. Ist das die Weinstraße? Das ist die Weinstraße. So, jetzt gehen wir nochmal ganz zurück. Warum machst du das eigentlich? Affen. Hast du früher nicht gemacht? Affen? Hast dich früher nicht getraut? Hier runter da. Ja, ab geht's. Nein! Hier. Ah. Ich glaube, hier haben wir erstmal alles, ne? Es gibt einen neuen Cult Souls Kanal. Boah. Den müssen wir fertig machen. Talkirchen. Prinzregentenplatz. Nee, da war mal, das ist die Polizei. Talkirchen. Ich kann mich noch irgendwie grob erinnern, dass es da zu dem Zoo ging, oder? Mhm. Ist ganz okay. Die Affen im Bronco. Ich hab's kurz angespielt, war ganz gut. Also zum Anspielen auf jeden Fall. Kannst dir mal anschauen. Der steckt sich in den Sack. Mich macht das so fertig, siehst du dass Affen? Ich hab's gesagt. Ja, mich macht das so fertig, dass man da die ganze Zeit Affengeschrei hört. Es sind ja nirgendwo Affen. Und die Wölfe, die sehen total armselig aus irgendwie. Gute Jack. Die Danke sehen total fertig aus. Schlaf gut, Jack. Guck, so sieht doch kein Wolf aus. Die sehen total, ich weiß nicht, dünn aus irgendwie. Schlappig, die Armen. Die sehen auf jeden Fall nicht mordlüsternd aus und menschenfressend. Das müssen die ja auch nicht unbedingt sein. Nein, aber das ist ja die Vermutung von der Polizei. Das waren die Zoowölfe, aber die sehen ja überhaupt nicht böse aus. Meine Meinung. Ah, gute Bronco. Jetzt kommt der nächste Bayer. Wenn er mal kommt. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber das ist nicht der Ausgang. Ausgang ist eines der wenigen Wörter, die ich kenne. Ja, weil sie dich da immer hinschicken. Hier, Wolf. Komm her, Wolf, komm her. Das komm ist her. Auch bei uns asynchron übrigens. Ja, ich merk's auch, dass es ein bisschen asynchron ist. Aber vielleicht ist es bei uns nur bei Ach, manchen... Ach so ist das. Bei manchen Szenen vielleicht. Alter, so cool. Kann ich... Du meinst, er kann dir dann sagen, ob es von einem Wolf ist? Ja. Wie willst du das machen? Das ergibt, doch, hängt, kein... wenn ich das ergibt doch keinen Sinn. Was machst du da? Hier, Wolf.
Ich muss da mal hin. Canis lupus lupus. Canis europäischer lupus. Wolf. Die Sprache der Wölfe. Canis lupus lupus. Schreit der Affe. Ja, es ist. Die Sprache der Wölfe. Was war das? Ein echter Bär. Das müsste der Eingang zum Wolfsgehege sein. Der mit dem Wolf tanzt. Kannst du doch mal hingehen zum Eingang, nee, oder? Das müsste der Eingang zum Wolfsgehege sein. Geht gar nichts gerade. Ah! Da kommt's. Kommt er wieder mit seinem Bollerwagen. Sieht schwer beschäftigt aus. Entschuldigung, sind Sie ein Tierpfleger? Ja. Gut. Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, Feile. Freile. Arbeiten Sie schon lange hier? Thomas. Ja, Thomas. Seit fast einem Jahr. Ein Jahr? Wow. Sie waren ungeheuer ruhig in dem Zwinger. So lange hatte Gabriel noch nicht gearbeitet. Wilde Tiere bringen Sie nicht aus der Ruhe, was? Die Wölfe sind recht träg am Tag. Oh. Träger Wolf. Gesichter. Ich glaube, du kannst ihn nochmal andrücken. Hm? Warum bewegen die sich allzu lange nicht? Weil das einfach alt ist. Das würden sie ich als sehe, sie haben ein Walkie-Talkie. Das machst du ja auch nicht. Der Zoo ist groß. Wer gibt die normalerweise Anweisungen über das Ding? Die Kich, die Veterinärstation. Wenn es sehr wichtig ist, dann ruft mir der Dr. Klingmann sehr oft auch höchstpersönlich. Dr. Klingmann? Respekt. Wer ist dieser Dr. Klingmann, von dem Sie sprachen? Der Dr. Klingmann ist der Leiter der Säugetierabteilung. Also muss ich mit ihm reden, um die Wölfe aus der Nähe zu sehen. Probieren Sie es, aber er wird es nicht erlauben. Vielleicht. Wo kann ich ihn finden? Drüben, im Verwaltungstrakt. Danke. Du könntest ihm noch mal nachher den Pfotenabdruck zeigen. Nee, das musst du leider auch. Ich weiß nicht, warum das da angezeigt wird. Diese Wölfe sind faszinierend, was? Ich wollte mal einen rüberrufen, aber der wollte nicht folgen. Ja, manche tun das den ganzen Tag. Was? Könnten Sie mir vielleicht mal den Zwinger zeigen? Ich würde gerne einen der Wölfe hautnah erleben, so eine Art Recherche. Das geht nicht. Niemand darf in unsere Zwinger ohne Erlaubnis. Trauriges Gefühl. Geh mal auf die Bauchtasche. Ich habe auch einen Wolf in meiner Hose. Geh mal auf deine Bauchtasche. Geht nicht. Wieso geht das da nicht? Geht denn das doch nicht? Weil wir im Gespräch sind, ich weiß es nicht. Ja, aber bei dem Anwalt, ja. Waren Sie hier, als die Wölfe ausgebrochen sind? Na, ich arbeite nachts nicht. You have a heart of gold. Don't aber am nächsten Tag waren Sie da, oder? Ich wette, alle waren aufgeregt wegen der Polizei und so. Oh ja, das war vielleicht ein verreckter Tag. Können Sie mir davon erzählen? Sub. Was denn? Was? Was? Wie konnten die Wölfe entkommen? Wie konnten die Wölfe eigentlich ausbrechen? Mei, ja, der Dr. Klingmann sagt, dass das Tor nach der Nachtfütterung offen war. Was glauben Sie? Das Tor ist schwer, schließt automatisch. Vielleicht ist es blockiert worden von einem Storch. Ich weiß nicht. Ich bin bloß froh, dass ich nicht gewesen bin. Der Wärter, der nachts hier gearbeitet hat, der ist... Der ist was? Oh, da hinten? Gefeuert. Rausgeschmissen haben sie. So, was denken Sie denn über die Morde? Ziemlich grausig, ja? Würden Sie sowas den zwei Wölfen zutrauen? Nein, das glaube ich nicht. Hilda und Parzival haben im Mengen. Wie alle Wolf. Was? Hilda war verspielt. Sie war noch so jung. Ach, verspielt? Was? Okay. Wie sahen diese zwei Wölfe eigentlich aus? Steckt lange. Hilda war schön. Sie hat viel Weiß auf der Brust. Der Parzival war größer, stämmiger, mit kräftiger Brust. Und er war 5 oder 6 Jahre älter. Viel dunkler als Hilda. Dunkel? Wie dunkel? Dunkelgrau. Alle zwei waren grau.
Die meisten Wölfe sind grau da. Hilda ist ein bisschen heller, aber im Alter werden es alle dunkler. Ist das so? Ist das so? Hey, danke für Ihre Hilfe. Also nicht. Passt schon. Das, was wir an der Probe hatten. Passt schon. Putten, passt schon. Kannst du jetzt nochmal versuchen, wenn er da steht mit den Sachen? Musst du nochmal? Nochmal? Mach ich, aber es passiert nichts. Ach so. Ich glaube, wir müssen eher zur Verwaltung. Mir fällt keine weitere Frage mehr ein. Ajo, you have a heart of gold. Don't let them take it from you. Wo steht denn das? Ach Gott, Herr Mendel. Wo steht denn Danke. Das? Danke, hier, da. Ah. Danke, Herr Mendel. Danke, Mendel. Oh, vielen Dank. Es mendelt sich.